Viele haben sich's gewünscht gehabt. Wir haben schon den ersten Teil unseres Gartens gezeigt, von mir und meiner Frau. Heute kommt der zweite Teil, der Garten von meinen Eltern und unser gemeinsamer Garten. Ja, kommt mit! So, fangen wir an mit dem Garten. Das ist nur ein kleiner Teil des Gartens. Der große Teil ist noch unten, da haben wir ein Feld. Hier vorne haben wir die Himbeeren. Das waren letztes Jahr über 200 Pflanzen, die wir gepflanzt hatten. Die hatten wir alle schön ordentlich in Reihen gepflanzt. Aber wie Himbeeren so sind, kommen da ganz viele Seitentriebe raus und machen die Gänge voll. Müssen wir noch ran und ein bisschen Ordnung schaffen. Stäbe rein, sodass sie auch nach oben wachsen können ordentlich und nicht ja, sich auf die Seiten einfach hinlegen. Das Video kann ich gerne einmal hier oben verlinken. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch reinschauen, wenn euch das interessiert. Und dann haben wir hier den Garten, der direkt am Haus ist. Hier haben wir zwei Reihen Physalis. Wir haben gedacht, dass der gesamte Garten hier, auch die Physalis, alles abgestorben ist. Und weil wir hatten recht spät noch Frost hier gehabt. Sehr, sehr spät dieses Jahr. Wir haben auch an Obst nichts zu ernten, weil alles abgefroren ist. Und der Garten war kahl. Wir haben die Setzlinge reingesetzt und nach dem Frost war der Garten wieder kahl. Hat alles angefangen zu trocknen, alle Pflanzen sind gestorben, dachten wir. Aber so wie es aussieht, ist doch einiges gekommen, hat einiges überlebt. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ansonsten hätten wir alles nochmal nachaussehen können. Wäre ja auch möglich, aber trotzdem schöner so. Genau, also hier sind zwei Reihen Physalis. Hier vorne haben meine Eltern Radieschen wachsen lassen, dass sie schön in Samen gehen. Hier sieht man auch schön die Samen, wie die überall schön gedeihen. Hier vorne sind zwei Reihen Brechbohnen und hier vorne sind Salate und ein bisschen zwischendurch Zwiebeln reingesetzt, um ein bisschen Samen auch zu bekommen. Hier ist Lauch oder Porree, je nachdem wie man das Ganze nennen möchte, hat er viele Namen. Und dann haben wir hier ganz viel Kohlrabi, also hier eine Reihe Kohlrabi. Hier vorne ist noch Kohlrabi angesetzt. Weiter hinten ist noch eine Reihe Kohlrabi. Da ist noch eine einzelne Kohlrabi. Also einiges an Kohlrabi. Wenn man dann hier weitergeht, dann sieht man da drei Pflanzen Mangold. Wir hatten eigentlich drei verschiedene Farben gehabt. Die waren aber alle in einer Packung. Ist ein bisschen zufällig, was man bekommt. Und hier sind jetzt eine gelbe und zwei weiße gekommen. Und diese eine Tomate hatte nicht in den, ins Gewächshaus reingepasst. Somit wurde sie draußen gepflanzt, damit die Pflanze nicht unnötig kaputt gehen muss. Tomaten sind schon viele dran, also freuen wir uns schon drauf, wenn die bald endlich mal rot werden. Genau, hier war noch weitere Kohlrabi. Genau, hier ist dann weitere Physalis. Hier haben wir Kamille. Hier ist weitere Kohlrabi und ganz hinten haben wir noch Petersilie und Sauerampfer ist da auch gepflanzt. Hier haben wir dann auch meine Eltern dann auch ein großes Beet Sellerie noch gepflanzt. Geht bis dann hier nach hinten, bis zu den Zucchinis. Hier sind die Zucchinis. Schön platzsparend, dicht aneinander gesetzt. Aber es macht den Zucchinis ja nichts aus. Sind auch schon einige dran. Wir wissen schon gar nicht, wohin mit den Zucchinis. Wir schneiden sie, frieren sie ein. Entgegen den Erwartungen klappt das mit dem Einfrieren ganz gut, wenn man sie dann auftaut. Zum Beispiel für Suppe kann man es natürlich noch verwenden, aber auch wenn man in Scheiben schneidet, kann man trotzdem noch braten. Oder Aladiki machen, Zucchini-Aladiki zum Beispiel. Das sind Zucchini-Pfannkuchen sozusagen. Deswegen frieren wir ganz fleißig ein und sobald wir dann noch Paprika und alles haben, fangen wir auch an, ganz viel einzukochen. Hier ist weiteres Mangold. Hier ist zum Beispiel auch eine Rose dabei, dieselben drei Sorten. Und dann sind hier ein Gurkenfeld, ein größeres. Und hier am Zaun hinten sind auch noch den ganzen Zaun entlang Gurken gesetzt, sodass man auch Gurken schön einlegen kann, genügend hat. Und dann geht es ins Gewächshaus. Im Gewächshaus haben meine Eltern diese Reihen hier. 1, 2, 3 Reihen und noch die Wandreihe. Sie hatten uns ja die letzten beiden Reihen gegeben. Die hatte ich im letzten Video vorgestellt, wenn euch das auch interessiert. Kann ich das auch einmal verlinken.
Und die sind alles mit Tomaten gepflanzt. Tomaten sind auch schon einige dran. Sieht man hier jetzt ganz gut. Schon teilweise reife. Hier ist zum Beispiel eine abgefallen. Die war leider zerfressen. Aber langsam kann man bald ernten. Und das sind die Paprika hier. Sind auch schon Paprikas dran. An einigen Pflanzen, nicht an allen. Mal gucken, ob wir hier Glück haben. Ja, doch, man sieht hier. Hier hinten sieht man Paprika ein bisschen. Also auch einiges an Paprika. Wir wollen ja auch schön Letscho einkochen. Und essen im Winter dann, dass wir auch im Winter Gemüse haben. Noch eine Gurkenpflanze als probeweise mal im Gewächshaus. Wie hier da unten. Ob es einen Unterschied macht, ob wir sie draußen oder im Gewächshaus pflanzen. Und dann weitere Tomaten pflanzen, Paprika. Und hier sind sie schon deutlich größer. Werden hoffentlich bald demnächst mal reif werden. Hier sind Zwiebeln, die sind für Samen gelassen. Dass wir auch mal versuchen, eigene Zwiebelsamen zu pflanzen. Misha, unser Sohn, der liebt die. Er knabbert die gerne an. Er nimmt dann die ganze Pflanze einfach in den Mund und knabbert die ganzen Samen ab. Gut, dass er die im Gewächshaus noch nicht entdeckt hat. Somit haben wir im Gewächshaus noch welche, weil unten auf dem Feld hat er schon alle aufgegessen. Und wenn wir aus dem Gewächshaus rausgehen, haben wir direkt neben dem Gewächshaus hier einiges an Pflanzen an Rhabarber, 10 Stück. Da haben wir auch einiges eingefroren, dass wir uns im Winter auch schön Kuchen und so weiter machen können. Kompott haben wir auch ein bisschen eingekocht, davon probiert. Schmeckt auch in Ordnung. Schmeckt anders als natürlich schöner Früchtekompott, aber schmeckt auch in Ordnung. Hier haben wir noch weitere Johannisbeeren, die der Vorbesitzer hier, sag ich mal, wuchern hat lassen, wo sie dann hier einfach geerntet haben. Und ja, wir haben uns hier quasi einfach nur einen Weg reingemacht und haben hier dann Weintrauben gepflanzt. Oder besser gesagt, meine Eltern haben da Weintrauben dann gepflanzt. Wir wollen nämlich auch schön Weintraubensaft selber machen. Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Ohne alles, ohne Zucker. Hat den ganzen Winter gehalten, ist immer noch gut. Und wir haben einiges in Gläsern gehabt. Weil das mittlere Haus hier, das ist ja jetzt hier das erste Haus, das hier meine Eltern leben. Das zweite Haus da, was gerade frei steht. Und da ist das dritte Haus, wo Lisa und ich leben. Und im mittleren Haus hier, da waren ganz viele Weintraubenpflanzen. Die haben daraus Wein gemacht. Wir trinken ja keinen Alkohol. Dementsprechend machen wir daraus Weintraubensaft und trinken dann den Saft. Dann kann Misha ihn auch schön trinken. Ja, wenn wir dann weitergehen, haben wir hier Knoblauch. Hier haben wir große Knoblauchpflanzen, sag ich mal. Und hier in der Ecke sind kleinere. Sind auch schon quasi erntereif. Diese hier. Die haben wir letztes Jahr im Herbst gepflanzt, also in den Boden gesetzt und auch schon letztes Jahr mit Stroh abgedeckt, sodass wir dieses Jahr kein Unkraut da haben, gar nichts. Dann können sie einfach nur vor sich hin wachsen. Wir haben auch schon die erste geerntet, das sind schön große Knollen. Das sind jetzt 4 Zehen nur hier dran und eine Zehe ist, kann man sehen, im Vergleich zu meinem Daumen, wenn ich sie hier drauf lege, das ist wirklich, oder im Vergleich von Lisas Hand, wie groß die sind. Wir hatten die auch schon mal größer gehabt, aber die Größe ist ganz in Ordnung. Wir essen gern viel Knoblauch und ja, wenn da steht ein, zwei Knoblauchzehen reinmachen, machen wir 3, 4, 5 Stück rein. Und so, wenn da steht 2 Knoblauchzehen reinmachen, so machen wir wirklich nur 2 rein, weil eine Zehe entspricht quasi 2, 3 Knoblauchzehen. So haben auch wir unser Knoblauchbedarf gedeckt und die hier hatten wir aus Samen dieses Jahr gepflanzt gehabt. Wachsen auch ganz gut. Dann gehen wir einmal weiter. Obst werden wir ja leider nichts haben, weil sehr spät Frost kam. Wirklich rein gar nichts. Aber hier hatten die Vorbesitzer einen Obstgarten angelegt. Hier sind mehrere Obstbäume. Hier sind Äpfel dabei, Pflaumen dabei. Ich weiß gar nicht, was hier alles richtig an Obstbäumen dabei ist. Wir wissen es auch nur so im Groben. Hier sind auch ein paar Erdbeeren. Nur die sind alle verwuchert, die müssen wir umpflanzen, haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Werden wir dann im Herbst haben wir vor, uns ein richtiges Erdbeerfeld noch zu machen für uns. Hier ist auch ein bisschen Knoblauch aus Samen gepflanzt. Die hatten wir vor 2 Jahren gepflanzt und jetzt sind dieses Jahr immer noch Samen gekommen. Haben wir gedacht, lassen wir stehen. Ja,
hier ist ein bisschen verwildert, sage ich mal, alles, weil wir hier einfach aktuell kaum sind. Und dann haben wir hier einiges an Obstbäumen. Leider dieses Jahr bringen sie nichts. Letztes Jahr haben sie uns auch nichts gebracht. Wir werden noch ein bisschen beobachten, ob die was taugen oder nicht. Johannisbeeren gibt es ja auch ein paar Büsche, hier zum Beispiel. Stachelbeeren haben wir auch. Hier haben wir einen Baum, oder das ist ein, ja, schon ein Baum, ein Riesenstrauch mit Weißdorn. Sehr gesund und auch sehr lecker. Hier haben die Vorbesitzer einen Grill gehabt. Oder gehabt, jetzt ist unser Grill. Hier ist ein Grill. Und hier ganz eingewachsen. Weiß ich gar nicht, ob man das jetzt zeigen kann. Ja, man sieht da so ein bisschen ein Gerüst drin. Da ist ein Räucherofen. Das heißt, wenn wir was zu räuchern haben, wir essen ja kein Fleisch. Aber Tofu kann man selber machen, schmeckt auch gut geräuchert. Oder hin und wieder essen wir mal ein bisschen Fisch. Aber wirklich nur 2-3 Mal im Jahr oder so, ist wirklich selten. Dann kann man dazu nur auch mal einen Fisch drin räuchern, wenn man möchte. So, hier ist eine kleine Hütte. Auch gerade ordentlich zugewachsen. Hat man es auch schön gemütlich drin. Tische, Bänke. Kann man sich auch ganz schön alles machen. Hierfür haben wir es dieses Jahr noch keine Zeit gehabt. Und dann haben wir hier weitere Obstbäume, ganz viele. Nur leider alle leer. Gar nichts zu haben. Leider, leider. Aber so ist das. Man hat nicht jedes Jahr alles. Aber dafür hoffentlich nächstes Jahr. Jetzt haben die Bäume ja ein Jahr Ruhe. Vielleicht werden sie dann dafür alle nächstes Jahr umso besser produzieren. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach unten zum Feld und wir zeigen euch, was wir unten alles haben. So, unten beim Feld angekommen. Das ist der Garten von meinen Eltern. Und hinten ist quasi der gemeinsame Teil dann. Meine Eltern haben hier Zwiebeln ein ganzes Beet gemacht. Eine gute Länge. Und hier zwei ganze Beete auch mit Zwiebeln. Das heißt, Zwiebeln werden wir genug haben, weil Lisa und ich haben da in unserem Garten auch eine Menge Zwiebeln. Also wir haben mehr Zwiebeln als letztes Jahr sogar und die Zwiebeln hat uns letztes Jahr schon für den ganzen Winter gereicht. Wir haben immer noch welche. Und wir haben, können schon jetzt die neuen sogar schon ernten. Also Zwiebeln hat super geklappt. Hier ist rote Beete und eine Reihe Möhren. Das heißt, rote Beete und eine Reihe Möhren ist hier die ganze Reihe durchgepflanzt. Rote Beete war nicht so gut gekommen. Deswegen hatte meine Mutter nochmal nachgepflanzt. Wir hatten verschiedene Samen benutzt, aber bei uns beiden, also bei meinen Eltern und bei uns, ist rote Beete irgendwie nicht so gut gekommen. Es wird dennoch für uns reichen, für den ganzen Winter. Aber meine Mutter hat ein bisschen nachgepflanzt, dass es auch wirklich reichen wird. Und hier ist neben dieser einen Reihe Möhren noch ein ganzes Beet Möhren gepflanzt. Dann haben wir hier auf der anderen Seite haben meine Eltern Zuckererbsen gepflanzt. Jeweils in 3-4 cm Abstand. Also schön viel aufeinander. Das gibt eine gute Ernte. Meine Mutter hat jetzt schon 1,5 Kilo eingefroren. Und da sind jetzt schon wieder ganz viele, die man ernten kann. Also auch da wird es für den Winter wahrscheinlich genug geben. Man wird ja jetzt noch ein paar Monate ernten können, bis das aufhört. Also genug hat man davon. Dann gibt es hier Weißkohl. Auch eine Menge Weißkohl. Der macht sich auch ganz gut. Der bildet sich auch schön in, wie nennt man das eigentlich? In Ball? Kugel? In Kohlkopf. Bildet schon einen schönen Kopf, so nennt man das. Genau, da hinten ist dann auch noch ein bisschen Kohl. Und dann ist hier auch Zucchini. Oben ist zwar auch Zucchini, aber oben ist dann Zucchini. Wenn man was für die Küche mal schnell braucht, geht man schnell aus der Tür raus, hat die Zucchini. Muss nicht den ganzen Weg vom Haus hier nach runter zum Feld laufen, um sich ein, zwei Zucchinis zu holen. So hat man hier noch ein paar Zucchinis. Dann hat man hier auf der Seite, geht's weiter mit weiteren rote Beete, die auch nachgesetzt wurden. Eigentlich war das mal ein Brechbohnenfeld. Aber man sieht, hier ist eine Brechbohnenpflanze, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Hier eine, da eine und da eine. Und das war's schon. Also Brechbohnen sind wirklich sehr schlecht gekommen. Die Samen, die wir hatten, das lag an den Samen. Bei uns ist sie auch genauso schlecht gekommen. Wir hatten ein Beet gepflanzt, circa in dieser Größe, und bei uns nur eine einzige Pflanze hat es geschafft. Das heißt, also der Rest ist einfach nicht gekommen. Die Samen waren sehr, sehr schlecht. Mit anderen Samen, die meine Eltern, also meine Mutter jetzt oben gepflanzt hat, die kommen super. Wir haben dieselben Samen bei uns unten gepflanzt, also hier bei uns auf dem Feld.
und die sind auch super gekommen. Also die Samen waren nicht gut. Müssen wir uns merken, welche, von wem wir sie geholt haben und nicht mehr holen. Dann haben wir gemeinsam ein Feld, um das sich aktuell überwiegend meine Eltern zwar kümmern, aber es ist an sich ein gemeinsam angelegtes Feld gewesen. Hier ist ein bisschen Hohlraum, also Zwischenraum, da ist nichts gepflanzt. Es ist hier gerade ein bisschen auch laut, weil hier wird gerade das Luzerneheu wird gerade, unser Nachbar schneidet gerade das Heu für uns. Wir haben ja hier Luzerneheu gepflanzt. Da sind zwei kleine Felder nebeneinander, einmal unseres und vom Nachbarn. Und das schneidet er auch gerade für uns. Sie schneiden gerade sowieso ihrs und dann sind sie so lieb und schneiden auch unseres mit. Das ist wirklich, wir haben sehr liebe Nachbarn, sind sehr, sehr zufrieden hier. Genau, dann geht es hier los mit Arbus, also Wassermelone. Ist hier eine Reihe gepflanzt und da eine Reihe, jeweils quer durchs Feld. Und dann haben wir hier ganz viel Honigmelone und Dinja, also Honigmelone. Haben wir hier eine Reihe, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Reihen Honigmelone. Nee, gar nicht. Zehn, elf Reihen Honigmelone gepflanzt. Und jeweils in einem Meter Abstand die ganzen Pflanzen. Also das sind wirklich viele. Da werden wir schön viel von ernten können, schön viel von haben. Freuen wir uns schon sehr drauf. Also ich liebe Wassermelone und Honigmelone. Aber wer tut's nicht, denke ich. Wir sind ja, gerade wenn es so heiß ist hier, dass wir Normaltemperatur 38 Grad im Schatten haben, das ist schon wirklich dann, da freut man sich. Dann sind hier nochmal Wassermelone, vier Reihen. Wir hatten ein bisschen Sorge, dass es zu wenig Wassermelone wird. Deswegen haben meine Eltern nochmal hinten nochmal zwei Reihen andere Sorte gepflanzt. Also erst hatten wir diese vier angelegt, dann da ganz viele Honigmelonen und dann da hinten nochmal zwei neue Wassermelonen. Das da hinten, die Sorte heißt Sugar Baby. Die soll wohl klein sein, aber wir denken sehr süß. Das wäre schön. Die sind wahrscheinlich auch dann ein bisschen früher reif. So können wir hinten schon Honigmelone ernten und essen, Wassermelone. Und dann später hier schön große und auch schön leckere. Die Sorten kennen wir ja schon. Die sind sehr lecker. Wir wissen nicht, welche Sorte das ist. Die haben wir hier auch bekommen von Bekannten und die schmecken auch gut. Hier ist dann gepflanzt Kürbis, nur eine Sorte Kürbis. Ich kenne den Namen leider nicht, aber den hatten die Vorbesitzer hier gehabt und den fanden wir sehr lecker und haben den übernommen gehabt. Der schmeckt uns so gut. Wir pflanzen gar keine Butternut oder irgendwas an. Wir pflanzen nur diese Kürbissorte und noch eine andere. Aber die zeige ich euch ganz zum Schluss noch einmal, denn das ist eine besondere Kürbissorte. Dann haben wir hier für Semitschki, also Sonnenblumenkerne, haben wir hier nochmal ein paar Reihen Sonnenblumen gepflanzt. Auch die ganze Länge bis nach hinten. Und dann haben wir hier Mais, unser Maisfeld. Einen kleinen Gang gelassen. Und dann geht unser Maisfeld los. Das sind über 20 Reihen, oder genau 20, sind das 20 Reihen Mais haben wir gepflanzt. Das sollte uns fürs Jahr auf jeden Fall reichen. Wir werden die Kolben einfrieren. Und somit haben wir dann, können wir auch im Winter einfach die Kolben rausholen, kochen. Und frisch gekochten Mais, schmeckt wie frischer Mais, genießen. Das Einzige an. Und wir werden diesen Mais versuchen, diesmal auch zu schälen und einzukochen. Weil aktuell kaufen wir uns hin und wieder, nicht oft, aber hin und wieder gebrauchen wir dann doch Mais aus einer Dose. Und wir wollen mal versuchen, das selber zu machen. Wir haben gesehen, es gibt so eine Schäler dafür, die sind nicht elektrisch. Aber wir sind ja zu viert und werden uns die Zeit dafür nehmen, dass wir da dann schön auch Mais einkochen können und schön auch unseren eigenen eingelegten Mais haben, den wir dann verarbeiten können in Soßen, auf Pizza oder ähnliches. Ja, das ist unser Feld. So sieht's aus. Es sind ein paar Stunden vergangen. Mittlerweile ist schon Sonnenuntergang. Die Sonnenuntergänge sehen hier immer so farbenprächtig aus. Jetzt sind ja leider viele Bäume, aber die Sonnengänge hier sehen wirklich schön aus. Vor allem im Sommer. Da ist der Himmel immer so richtig schön kräftig orange gefärbt. Ja, aber das ist unser Garten. Wer sehen will, wie der Garten von Lisa und mir aussieht, der ist da hinten gepflanzt. Der kann gerne das Video angucken. Wie gesagt, oben verlinkt.
Und jetzt kommt die Überraschung noch, was das für eine andere Kürbissorte ist, die wir noch gepflanzt haben. Zum ersten Mal zum Ausprobieren. Wir sind jetzt hier vorm Haus von Lisa und mir. Und da sind die Kürbisse. 9 Pflanzen an der Zahl. Hier stand ja früher mal ein Stall, den der Vorbesitzer hingestellt hat. Hier sieht man noch Benuplex in der Wand, ein bisschen die Isolierung, die da dran war, ist nicht ganz ab. Das meiste hatten die Hühner abgefressen. Deswegen ist das hier auch so. Naja, aber Hühnern ist nicht schädlich. Das ist nicht schlimm. Ja, das sind besondere Kürbisse. Von denen haben wir jetzt erst letztes Jahr erfahren und dachten, probieren wir aus. Und zwar sind das keine Kürbisse, die man isst. Zumindest nicht das Kürbisfleisch. Das Fruchtfleisch isst man davon nicht. Werden wir wahrscheinlich auch probieren, wie das schmeckt. Aber das ist eine Sorte, die hält, also die pflanzt man an, um die Samen zu haben. Denn die Besonderheit bei dieser Pflanze ist, dass dort die Samen ohne Schale sind. Das heißt, die holst du einfach raus, trocknest sie und kannst sie essen. Wie gekaufte Kürbissamen. Wollen wir mal ausprobieren, wie es schmeckt. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wir sind schon beim Ende angekommen. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!